Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren epischen Battle hier auf diesem Kanal. Ja. Und zwar wird es jetzt einen Kampf geben zwischen der Doomsday Machine, die sieht ungefähr, ja, Moment, das sind die Bioschiffe, zwischen der Doomsday Machine, na, also der auch in der USS Constellation zerlegt hat damals. Und die ist ja auch in den Büchern, ist es? Kein Scherz. Ich frage mich jetzt aber nicht, in welcher Folge. Ich glaube, Gefallene Götter, nee, das war Star Trek Destiny. Ich komme nicht auf den Buchnamen. Ich schreibe ihn auf jeden Fall unten in die Kommentare mit rein. Es ist auf jeden Fall ein Buch in der Borg-Saga. Und da müsst ihr effektiv jetzt, also ich werde jetzt mit dem Kubus jetzt auch wenn gegen die Doomsday Machine antreten. Und ja, auch wenn ich 176.000 und mehr als das Doppelte drin habe, ich weiß nicht, ob ich gewinnen werde. Ich weiß es nicht, wir sehen es. Wir werden es uns jetzt ansehen, aber auch das ist jetzt durch den Mod bedingt. Und ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Hoffe ich auch. Das hoffe ich jetzt so. Weil er muss jetzt schon lange laden für. Und lange laden heißt eigentlich nichts Gutes. Ne? Also lange laden heißt eigentlich wirklich nichts Gutes. Oder bist du schon in bist du schon im Gefecht? Ah, da bist du. Ja, jetzt bin ich drin. Wo bist du? Ach du. Okay. Wir bleiben einfach mal stehen. Was ich mal probieren will, schießt du mal, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Mhm. Wow, das ich war jetzt alles. Das war jetzt echt alles gewesen. Das Spiel hat sich gerade aufgehakt. Dein Spiel hat sich gerade aufgehakt. Ach da, nee, jetzt ist wieder alles okay. War das gerade alles im Ernst? Das war jetzt nicht ernsthaft alles, oder? Warte mal, ich tell. So, wir gucken mal. So. Kann das gegen irgendetwas? Das kann ich dir so nicht sagen. Also es könnte. Ah, stimmt, über die F-Tasten. Kann man die Ansichten ändern. Wenn du nicht näher kommst, komm ich dir näher. Hm? Ich nehme keinen Schaden. Was? Du nimmst keinen Schaden? Nee, weil ich zu krass gepanzert bin. Aber ich mach dir Schaden. Aha. Krass. Okay, wir haben das stärkste Spiel, im Spiel gefunden. Ja. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also ich weiß zumindest, dass man das Ding damals zerlegt hat, indem man vorne reingeballert. Ja. Ja, weil es wahrscheinlich woanders gar nicht geht. Okay. Das ist echt krass. Und doch, jetzt nehme ich an. Das ist echt krass. Also, die Doomsday Machine, ja, die werden wir definitiv mal in einer nächsten Aufnahmesession, wenn wir dir mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, jetzt bin ich. Ja, nee, jetzt nehme ich sie. Ne, also die werden wir jetzt ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Und. Boah, krass. Ey, das ist echt krass. Also die Doomsday, die hat ja echt Wumms. Die lassen wir gleich mal gegen Föderationsschiff antreten. Okay. Mhm. So, gucken wir mal, ob sich. Das lasse ich jetzt bewusst jetzt einfach mal laufen, ob du wieder Gesundheit hinzufügst. Ja, Tatsache! Du kriegst wieder Gesundheit dazu. Ey, wie geil! Das ist krass.
Ja, das ist echt krass. Weil ich schalte jetzt extra schon. Schießt du auf mich? Nee, das war nur eine Probe. Okay. Aber um zu gucken, wie es dir so geht. Ja, eine Probe ist eine Sonde, die du dann wegschickst. Jo. Aber krass, dass sie sich wieder regeneriert. Also, das ist echt übel. Ne? Das ist echt übel, dass sie sich wieder regeneriert. Das heißt, da werden ja ganz andere Möglichkeiten werden da eher offen gemacht. Sein Lachen. Ne, aber das ist echt krass, dass sie sich wieder... Nein, das werde ich nicht zulassen. Du wirst mich nicht zerstören. Doch. Schade. Ich habe gerade die Selbstzerstörung eingeleitet. Genau. Mhm. Ja, habe ich. Ja, genau. Ja. Aber was eine Opfergeschichte. Ehrlich gesagt, die werden wir in der nächsten Folge, werden wir die noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Die Doomsday Machine. Die war beim Borg. Da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten, wo die Schiffe sind. Ah, die war beim Borg-Kollektiv. Ja. So, die Doomsday-Maschine. Aber ehrlich gesagt, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und dann werden wir mit der Doomsday-Maschine auch mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Bis denn dann. Tschüss. Mhm.